Kommt Elon Musks Hyperloop schneller als gedacht nach Deutschland? Das amerikanische Unternehmen Aicom hat mit seiner deutschen Niederlassung die Streckenpläne für Deutschland veröffentlicht. Aicom hat die Hyperloop One-Teststrecke in den USA gebaut und hat jetzt einen simplen, aber revolutionären Plan für Deutschland. Dabei wird Hyperloop zum Mega-Öko-Transportmittel und zu einem der größten Produzenten regenerativer Energie in Deutschland. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Aicom baute schon die Hyperloop One-Teststrecke in den USA und ist als Planungsbüro und Bauausführer an Bauten wie dem Hamad-Hafen in Doha, dem Flughafen Abu Dhabi, der Antarktis-Forschungsstation Halley-Station 6, dem Virgin Spaceport America und vielen, vielen anderen Großbaustellen und Transportsystemen beteiligt. Umsatz 2015 18 Milliarden Dollar, also wahrlich nicht irgendwer. Das Unternehmen nimmt an der Global Challenge von Hyperloop One teil, bei der mögliche Strecken projektiert werden. Und siehe da, Hyperloop ist auch in Deutschland gar nicht mal so kompliziert umzusetzen. Dabei greift Aicom auf eine alte Idee zurück, die ähnlich bei der ICE-Strecke Köln-Frankfurt umgesetzt wurde. Als es immer wieder konkrete Ansätze für den Bau eines Transrapids in Deutschland gab, war eine Idee, den Transrapid auf Stelzen in der Mitte deutscher Autobahnen fahren zu lassen. Die Autobahnen haben eine bereits für schnellen Verkehr optimierte Streckenführung und das Gelände ist schon Eigentum des Bundes. Baugenehmigungen hätten deutlich schneller und mit weniger Widerstand aus der Bevölkerung erlangt werden können, unter anderem, weil ökologische Fragen einfach nicht mehr anstehen. Beim Bau der ICE-Strecke Köln-Frankfurt wurde diese Idee aufgegriffen und die Trasse zumindest parallel zur Autobahn gebaut. Auch dabei wurde immer wieder der Bau einer Transrapid-Strecke diskutiert, da die Magnetschwebebahn größere Steigungen überwinden konnte und die Strecke so billiger geworden wäre. Durch die jetzt realisierte Verkehrswegebündelung werden vor allem die ökologischen Folgen deutlich reduziert. Und genau so sehen jetzt auch die Pläne für den Hyperloop in Deutschland aus. Es wäre die deutsche Hyperbahn. Die Strecke würde als Verkehrswegebündelung mit deutschen Autobahnen gebaut und wäre so deutlich schneller realisierbar. Es wäre mit rund 1.900 Kilometern die längste für Europa projektierte Strecke und würde ganz Deutschland auf einer Rundstrecke in kürzester Zeit miteinander verbinden. Die Fahrt von Hamburg nach Berlin würde nur noch 20 Minuten dauern, von München nach Berlin nur eine Stunde mit Hals in Leipzig und Nürnberg und zwischen Köln und Hamburg würde die Fahrt rund eine halbe Stunde dauern. Bisher sind das alles Strecken, auf denen man mit dem Zug mindestens 4 Stunden unterwegs ist. Der Hyperloop wäre da ein Riesenfortschritt. Doch trotzdem werden Genehmigungsverfahren in Deutschland wohl besonders lange dauern. Durch die Bündelung mit der Autobahn wird es zwar beschleunigt, aber eben doch deutlich länger dauern als in anderen Ländern. In Südkorea plant die Regierung schon 2021 eine Hyperloop-Strecke zwischen Seoul und Busan gebaut zu haben. Der Vertrag mit Hyperloop TT, einem weiteren Unternehmen, das die Entwicklung vorantreibt, soll schon geschlossen sein. Hiervon sind wir in Deutschland noch weit entfernt, wohl auch, weil sich im Bundesverkehrsministerium noch niemand so richtig mit der Materie beschäftigt hat. Ich wollte vom Ministerium wissen, ob der Tunnelbau für einen Hyperloop in Deutschland vielleicht einfacher zu genehmigen sei. Auf Nachfrage war das Bundesverkehrsministerium nicht in der Lage, Auskunft über die rechtlichen Rahmenbedingungen eines solchen Projektes zu geben, ob überhaupt Anträge für solche Tunnelprojekte gestellt werden müssen und welche das sind, ist den Fachleuten dort scheinbar nicht bekannt. Das ist natürlich hochnotpeinlich, nicht mal über die Rahmenbedingungen ist man dort in der Lage, Auskunft zu geben. Hoffen wir mal, dass das beim Hyperbahn-Projekt dann anders ist. Das würde nämlich noch einen hohen ökologischen Mehrwert bieten. Die Planer haben ein Solarzellendach für den Hyperloop geplant und Stromleitungen parallel zur Strecke, sodass auch das Stromtransportproblem mit dem Bau der Strecke direkt gelöst ist und damit mal ebenso eine zusätzliche Stromtrasse in Deutschland entsteht. Es dürfte damit die größte Photovoltaikanlage der Welt werden. Ich finde, dass das Projekt eine ernsthafte Beschäftigung damit auch in Deutschland verdient hat. Aufwachen! Wenn die Beamten im Bundesverkehrsministerium den Weckruf gehört haben und es mit dem Bau des Hyperloop hier in Deutschland konkreter wird, erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke. Hier geht es weiter, also hier mit Tempo 200 unterirdisch durch die Stadt, einer weiteren Mega-Idee von Elon Musk. Irres Ding. Einfach draufklicken, wenn es euch interessiert. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.